Über 300 Jahre stand das Rathaus in Wolfegg bei Ravensburg. Jetzt wird es abgerissen. Es muss weichen für moderne Appartements und eine neue Geschichte schreiben. Die Entscheidungen in diesem Rathaus waren für viele Wolfegger manchmal schmerzlich und manchmal auch glücklich. Man kann es nicht mehr nachvollziehen, was hier alles passiert ist. Selbst der Jürgen Schorsch war schon hier mal beim Bürgermeister und hat um Nachlass der Steuerlast gebeten. Die neue Generation von Wolfegg wird sich im neuen Rathaus bewerben müssen, was ihre Anliegen betrifft. Hier, wo es stand, das alte Rathaus, stehen moderne Apartments demnächst. Ob die sich erinnern werden, was vorher hier mal stand, wissen wir nicht. Denn es sind junge Leute, die hier einziehen werden. Traurig für mich war natürlich, dass bei der Beerdigung dieses Rathauses keiner der Gemeinderäte und auch nicht der Bürgermeister anwesend war. Auch eine örtliche Musikkapelle hätte doch spielen können. Naja. Schade eigentlich, denn das Rathaus hätte es verdient gehabt.